Wir sind uns darin alle einig, dass wir nicht den Zustand vor Corona nochmal zurückhaben wollen. Ja. Sondern wir danken Corona, dass es so eine Dynamik entwickelt hat, dass alle Menschen irgendwie anfangen aufzuwachen. Weil es geht ja nicht um Gesundheit. Wenn es wirklich um Gesundheit ginge, könnte man ganz was anderes machen. Könnte man zum Beispiel, weiß ich, einen Shutdown machen für den Alkohol. Oder man könnte alle Autos in Quarantäne schicken, weil auf der Autobahn zu viele Unfälle passieren. Oder man könnte, weiß ich, die Konflikte runterfahren, damit wir nicht über hunderttausende Krebstote haben. Also wenn man wirklich was für Gesundheit tun wollte, gäbe es ganz was anderes. Weil in Deutschland sterben sowieso, alle 30 Sekunden stirbt jemand. Und jetzt wegen einer solchen Grippe oder was immer man das bezeichnen will, ein solches Szenario aufzustellen, zeigt ganz deutlich, da ist etwas anderes dahinter. Weil es ist ja zigmal bewiesen, dass diese Tests und alles, was dazugehört, eigentlich alles fake ist. Und ich kenne überhaupt niemand, der an Corona gestorben ist. Aber ich kenne einige, die an Krebs gestorben sind. Und so weiter. Also das Ganze hat nur deswegen die Dramatik gekriegt, nicht weil die Gefahr so groß ist, sondern weil die Maßnahmen so groß sind. Wir erleben ja alle nur diese Maßnahmen gegen diese Corona-Sache, haben aber keine eigene Erfahrung mit dem, was angeblich so gefährlich ist. Und nur durch die Maßnahmen, also man hat Ursache und Wirkung umgedreht. Man sagt, die Maßnahmen erzeugt überhaupt erst die Panik, nicht die Sache selber. Und wenn einem dann auffällt, dass das Ganze eigentlich eine Nummer ist, eine Luftnummer ist, muss etwas anderes dahinter stehen. Und wenn man so etwas analysieren möchte, dann ist es immer der einfachste Weg. Man guckt, wer hat den größten Vorteil von der ganzen Geschichte. Weil das ist dann immer, das sind immer die Kräfte, die so einen Zustand bewirken, weil sie den größten Vorteil davon haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu erkennen, weil das Erste, was bevor irgendeine Maßnahme gegen Corona beschlossen worden war, das Erste, was in Deutschland passierte und weltweit, die Schuldenbremse wurde aufgehoben. Und ein paar Tage später wurde sogar in der EU
der Stabilitätspakt aufgekündigt. Und was bedeutet das? Man kann so viel Schulden machen, wie man will. Plötzlich floss das Geld in Hilfsprogramme, nicht irgendwie in Millionenhöhe, wie man das sonst mal gehört hat, auch nicht in Milliardenhöhe, sondern Billionen. Eine Billion sind 1.000 Milliarden und 1.000 Millionen sind eine Milliarde. Und das in Geld, das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Und dieses Geld, was auch nicht richtig, was auch nicht bei denen ankommt, für die es verkündigt worden ist, sondern natürlich bei denen, die sowieso schon viel davon haben. Aber dieses gesamte Geld, diese Billionen, die werden aus dem Nichts auf der Computertastatur erfunden. Dafür gibt es überhaupt keine Leistung, keinen Hintergrund. Vor Jahrzehnten gab es nochmal, bis 1984 gab es irgendwie Goldreserven als Äquivalent zu der Geldmenge, die im Umlauf ist. Und dann hat man das gelockert, dann gab es das Bruttosozialprodukt, das in Äquivalenz zur Geldmenge stehen sollte. Das ist alles vorbei. Heute wird so viel Geld geschaffen, wie eben für die Steuerung der politischen Absichten nötig ist. Aber dieses Geld, was sozusagen virtuell erfunden wird, muss in echt zurückbezahlt werden. Das heißt, dafür müssen wir arbeiten. Und selbst wenn man an Tilgung gar nicht mehr denken kann, sondern nur an die Zinsen, kann man ausrechnen, bei dem, was die Bundesregierung gerade mal ausgegeben hat für Corona, wenn man das umrechnet auf 48 Millionen Werktätige, die also Einkommen generieren, und jeder von uns pro Stunde 10 Euro zur Tilgung oder zur Zinsbezahlung zurückgibt und für 8 Stunden am Tag arbeitet, 5 Tage in der Woche, 48 Millionen Menschen, da brauchen wir 1450 Jahre, um diese Schulden zurückzubezahlen. 1450 Jahre. Das bedeutet, es geht gar nicht um diese wirkliche Rückzahlung, sondern es geht nur um uns in Schuld zu versenken. Weil jemand, der Schuld hat, ist abhängig. Und wenn man sagt, eine Bundesregierung ist komplett abhängig, weil sie alles, was sie betreibt, nur über Schulden betreibt, dann ist natürlich derjenige, der die Kredite gibt, der eigentliche Herr im Haus. Und wer ist das? Guckt mal bitte genau hier drauf. Warte mal, guckt mal genau, wo habe ich da was? Ja, hier habe ich was. Guckt mal hier auf euren Geldschein. Wenn ihr den verdient habt und denkt, das ist euer Geld, dann schaut den mal ganz genau an. Da ist nämlich ein verstecktes, das kann man so gar nicht erkennen, warte mal. Da müsst ihr mal genau hinschauen, weil das kaum jemand weiß. Da muss man eine Lupe dabei haben. Und dann findet man hier auf der unteren linken Ecke, findet man ein C im Kreis. Das heißt Copyright. International ist das Symbol für Copyright. Und dahinter stehen die Abkürzungen in vertikaler Schrift von den Zentralbanken, die Euros ausgeben dürfen. Und damit das Copyright auch rechtlich einklagbar ist, steht dahinter immer noch die Jahreszahl, wann dieses Kontingent für dieses Geld sozusagen gewährt worden ist. Und da steht drauf die EZB, die ja in Frankfurt diesen Tower hat. Die EZB ist keine deutsche Einrichtung. Die nennen sich supranational. Das heißt, sie stehen über jedem Gesetz. Die können machen, was sie wollen. Kein einziges Gericht in Europa kann der EZB irgendwelche Vorschriften machen. Die einzigen, die der EZB Vorschriften machen können, ist die Federal Reserve Bank in den USA. Und das ist eine Privatbank. Und diese Privatbank
hat sich im Jahre 1913 vom amerikanischen Staat in einer Nacht- und Nebelaktion mit Wardo Wilson, der ein Mann der FED war, aber in diesem Jahr amerikanischer US-Finanzminister wurde, in einer Nacht- und Nebelaktion hat sich die FED das exklusive Geldschöpfungsrecht vom amerikanischen Staat geholt. Und seitdem bestimmt sie darüber, wie viel Geld überhaupt auf der Welt gebraucht oder verteilt wird. Das Erste, was die FED gemacht hat, sie hat den Ersten Weltkrieg finanziert, auf beiden Seiten. Danach hat sie eine Währungsreform durchgeführt, eine Wirtschaftskrise gemacht, den Zweiten Weltkrieg finanziert, den Jugoslawienkrieg, den Syrienkrieg. An allen Kriegen sind immer die Geldgeber beteiligt, weil ohne Kredite kriege ich auch keine Waffen und keine sonstigen Möglichkeiten, einen Krieg zu führen. Es geht immer übers Geld. Und wenn ich also als Produzent, als Geldproduzent, mein Hallo, jetzt geht's wieder. Ja. Als Produzent einer Ware habe ich, egal was ich herstelle, ob ich jetzt Stühle herstelle oder Brot oder sonst irgendwas, jeder Unternehmer, der ein Produkt hat, will von diesem Produkt so viel wie möglich verkaufen. Wenn mein Produkt Geld heißt, dann will ich Situationen haben, in denen ich so viel Geld wie möglich verteilen, also die verkaufen ja nicht das Geld, sondern sie verleihen es, also verleihen kann. Und wann braucht die Menschheit am meisten Geld? Wenn es ihr beschissen geht, wenn sie in Not ist. Und normalerweise wird die Not mit Krieg hergestellt. Weil nach dem Krieg braucht jeder Kredite, muss jeder wieder was aufbauen und da braucht man das meiste Geld. Und dieses Mal ist es gelungen, ohne Krieg, mit dem Trick eines Virus, die Wirtschaft zu zerstören, sodass die Kleinen kaputt gehen und die anderen mit Hilfsprogrammen sozusagen am Leben erhalten werden. Also es wird so viel Geld gebraucht, wie durch keine andere Aktion. Und deswegen müssen wir erkennen, alle Not, alle Armut, die wir erleben, alle Kriege, alle Katastrophen beruhen auf diesem Geldsystem. Weil dieses Geldsystem muss unaufhörlich wachsen, wachsen, wachsen und nochmal wachsen. Aber bei gesättigten Märkten kann man nicht weiter wachsen, weil einen vierten Kühlschrank braucht niemand. Ein drittes Auto auch nicht und so weiter und so fort. Gesättigte Märkte geben keine Möglichkeit zu wachsen. Und wenn wir uns den Planeten anschauen, der kann auch nicht weiter wachsen. Es ist auch eine endliche Größe. Die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. Die haben auch eine endliche Größe. Und immer da, wo diese gesättigten Märkte erreicht worden ist, muss das Geldsystem zuschlagen, damit es wieder zusammenbricht und man wieder neu aufbauen muss. Und genau das passiert jetzt auch. Also wenn wir nicht zu der Normalität vor Corona zurückkehren wollen, dann müssen wir dieses Geldsystem ändern. Und was ist der Kern des Wachstumszwangs in diesem jetzt bestehenden Geldsystem, ist der Zins. Weil für den Zins wird überhaupt nichts geleistet. Normalerweise ist Geld ein Messinstrument für Leistung. Also ihr kennt vielleicht dieses Messinstrument. Kennt jeder? Ja. Damit kann man Längen messen. Damit man weiß, was zum Beispiel eine Stoffbahne wert ist. Da misst man einfach die Meterzahl und danach berechnet man den Wert dieser Ware, die mit einem Meterstab gemessen werden kann. Genau diese Funktion, die dieser Meterstab hat, den sollte auch Geld haben. Aber wenn man so raffiniert ist, dass
dass man das Messinstrument für Leistung dadurch verleiht, dass alle diejenigen, die etwas mit diesem Messinstrument Geld messen wollen, Prozente für das bezahlen, was man gemessen hat. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Stellt euch mal vor, man kommt und misst irgendeine Tischlänge und sagt, ja, wenn du den Tisch verkaufst, muss ich 3% kriegen, weil ich habe deinen Tisch gemessen. Bei mir gehört der Meterstab. Da sagt doch jeder, bist du verrückt? Jeder darf einen Meterstab haben. Der Meterstab kostet vielleicht tatsächlich irgendwie 2 oder 3 Euro. Aber ich kann doch nicht von allem, was ich mit dem Meterstab messe, an dem Gewinn beteiligt sein. Das ist kriminell. Und wenn man dann auch noch hergeht und noch raffinierter ist und die Abstände zwischen den einzelnen kleinen Strichen hier ein bisschen hin und her schiebt, schon hat man eine andere Maßeinheit. Und genau das macht ständig die Währung. Sie kann im Nu, sie kann über Nacht, kann sie uns sozusagen die Hälfte unserer Leistung wegnehmen, indem sie zum Beispiel den Währungskurs ändert oder eine Inflation initiiert. Also dieses Geld, was du verdient hast, ist nicht in deiner Macht. Diejenigen, die Privatleute, denen dieses Geld gehört, manipulieren den Wert deiner Leistung. Und das muss gestoppt werden. Absolut gestoppt werden. Und deswegen sage ich, wir brauchen ein Bündnis, dass diese Forderung, es ist verboten, mit Geld Geld zu machen. Weil Geld muss ein Eichmaß sein, genauso wie das Kilo oder wie der Liter oder wie die Kilowattstunde. Es gibt in unserer Gesellschaft ganz viele genormte Eichmaße. Wer die manipuliert, geht ins Gefängnis. Du kannst nicht anfangen, deine Gewichte auf der Waage zu manipulieren. Und wenn wir ein Geld haben, und das würde ich nicht mehr mit D schreiben, sondern mit T, weil Geld mit D geschrieben erweckt die Assoziation an Gold. Und in dem Moment, wo du Gold siehst, geht dieser Goldrausch los, also die Gier. Wenn du Geld mit T, wie Theodor, schreibst, dann heißt es, dieses Geld gilt etwas. Es hat eine Geltung. Und wenn in dem Moment, wo wir ein Geldsystem hätten, das völlig zinsfrei und inflationsfrei einfach als Maßstab für Austausch unserer Leistungen dient, hätten wir das Paradies auf Erden. Denn jeder Mensch hat von Geburt an Fähigkeiten. Sonst wärst du gar kein Mensch geworden. Sogar jeder Hund hat eine Fähigkeit, die man ihm belohnt, indem man ihm auch Fressen gibt und indem man ihn streichelt und indem man ihm, weiß ich, sonst wie behütet. Weil man sagt, der Hund tut dir auch was. Der trägt zu meinem Wohlgefühl bei, der ist wachsam, der hat so viele Funktionen. Es gibt einen wunderbaren Film, was Hunde alles leisten können. Ja, die ernähren wir doch auch. Den sagen wir doch auch nicht, wir geben dir nur diese Währung und wenn die den Kurs verändert, dann musst du leider hungern. Das machen wir nur mit Menschen. Denen sagen wir, deine Leistung ist plötzlich nichts mehr wert und so weiter. Du wirst arbeitslos und so weiter. Wenn wir anfangen würden, auf jeder, der seine Fähigkeiten sozusagen auf sein Konto stellt, und heute elektronisch wäre das überhaupt kein Problem, dass jeder seine Fähigkeit, ob das jetzt Geschichten vorlesen für deine Enkel sind oder ob das, dass du, ich weiß nicht, die Straße kehren kannst oder dass du eine Fabrik leiten kannst, egal was, jeder könnte seine Fähigkeit auflisten und alle anderen sehen, aha, von dieser Fähigkeit, die könnte ich sozusagen austauschen gegen meine eigenen Fähigkeiten. Geld hat nur die Funktion, damit wir auf gerechte Weise unsere Fähigkeiten miteinander austauschen. Mehr nicht. Geldsystem könnte eine total einfache Angelegenheit sein. Aber sie machen sie extra so kompliziert, damit kein Mensch durchblickt.
97% des gesamten Geldverkehrs auf diesem Globus dient der Spekulation. Nur mit 3% Geldtransfer betrifft den Warenaustausch. Das heißt, die Menschheit könnte mit 3% von dem gesamten Konto-Geldverkehr seine gesamte Wirtschaft bewältigen. Mit 3% von dem, was heute läuft. Das heißt, eine neue Regierung müsste als allererstes alle Finanzprodukte sofort sperren. Alle. Man könnte natürlich aus Gutwill denjenigen, die gerade noch mit Geld spekulieren und mit Geld versuchen zu machen, denen könnte man vielleicht gerade noch, um jetzt sozusagen die Leute nicht für ihren Irrweg zu bestrafen, ihnen den momentanen Nominalwert ausbezahlen, aber dann ist Schluss. Dann ist Schluss, dann darf nie wieder Geld eine Ware werden. Geld ist ein Messinstrument und keine Ware. Ich kann doch hier nicht die Millimeter verleihen und die dann noch manipulieren. Bevor wir aber eine neue Regierung haben, die diese Maßnahmen durchziehen würde, können wir bereits heute selber damit anfangen. Da drüben steht ein Infowagen, ihr seht es vielleicht mit der Schweizer Flagge, das ist der Wagen von Hans-Jürgen Klausner, und er hat ein Geldsystem schon vor 25 Jahren entwickelt, das genau auf der Basis als Messinstrument dienen kann. An der können wir heute alle schon teilnehmen. Es gibt noch andere alternative Währungen, die schon weiter fortgeschritten sind, auch so zum Beispiel wie Planet Soul oder Gardido, aber dieses System, WEG Euro, ist das ausgereifteste System, das ich momentan hier überhaupt kenne, und ich kenne es schon seit 20 Jahren. Und jeder, der da mitmachen will, weil das ist unsere Aufgabe, wir können nicht darauf warten, dass von oben das neue Geldsystem kommt. Niemals wird es von oben kommen, weil alle, die die Macht haben, sind alles Lakaien dieses Geldes. Weil sie dienen nicht ihren Wählern, sondern sie dienen denen, die sie finanzieren. Und deswegen, wer jetzt ab heute schon da mitmachen will, kann nachher an den Stand gehen und sich dort beraten lassen. Wir können dort auch noch mehr im Detail darüber diskutieren, weil es gibt dazu eine ganze Philosophie. Weil man könnte sich dabei auch gleich mit einer Partei sozusagen organisieren, die diesen Gedanken politisch auch in die Gesellschaft bringt. Und man kann Genossenschaften beitreten. Ihr könnt hier auch hier im Bodenseeraum, gibt es bereits so Kooperativen, man kann eine Gemüsekiste bestellen, die ohne Bargeld abläuft und so weiter. Also es gibt bereits so viele Möglichkeiten, sich aus diesem herrschenden Geldsystem herauszuziehen. Und genau das wird sowieso erforderlich, weil wenn man so viel Geld geschaffen hat, wie jetzt gerade im Moment passiert ist seit März, zu denen es keine Leistung gibt, dann wurde sozusagen eine Blase geschaffen. Und der Charakter einer Blase ist, dass sie platzt. Und sie muss platzen, weil nur durch das Platzen der Blase, durch die Inflation, kann man wieder Geldmenge mit der Leistungsmenge einigermaßen angleichen. Also das heißt, das Stück Butter muss dann 10 Euro kosten, damit die Geldmenge mit der Leistung eines Butterpfunds sozusagen übereinstimmt. Das heißt, die Preise müssen enorm steigen, damit sie diese Geldmenge, die im Markt ist, einigermaßen ausgleicht. Und deswegen wird es das geben. Und dann brauchen wir sowieso ein anderes System. Weil dann, es wird nicht so sein, dass irgendeine Bank ankündigt, wir sind nächste Woche Konkurs, weil sie diese Geldmenge gar nicht mehr bedienen kann. Sondern es wird so sein, dass am Freitag noch gesagt wird, alles in Ordnung. Und am Montag heißt es dann, ja, die Bank ist leider geschlossen worden. Das heißt dann aber nicht, die Bank ist Konkurs, sondern das heißt, die Bank ist am Bank Holiday. Und dann gucken wir in die Röhre und können aus dem Automaten vielleicht gerade nochmal 50 oder 100 Euro ziehen und damit Preise bezahlen, die eigentlich dann unbezahlbar werden. Das heißt, sie stürzen uns alle
wieder in eine Armut. Sogar in diesem wunderbaren, reichen Land Deutschland wird es eine enorme Armut geben. Wenn allein schon der Wirtschaftsminister sagt, bis Weihnachten, das kommende Weihnachten, das ist ja nur noch 3 Monate, wird es 2 Millionen mehr Arbeitslose geben. Mehr. Und was machen die, wenn die Kurzarbeitsgeld vorbei ist, wenn die Arbeitslosengeld gar nicht dazu reicht, die Miete zu zahlen und so weiter? Dann wird es, ich bin überzeugt, dass es dann Unruhen gibt. Und Unruhen erlauben der Regierung sofort, Unruhen erlauben der Regierung, mit Notstandsgesetzen zu arbeiten. Und wenn sie mit Notstandsgesetzen arbeitet, für die ich damals 1968 dagegen x-mal auf die Straße gegangen bin, aber die trotzdem durchgegangen sind, wenn man mit Notstandsgesetzen arbeitet, kann man auch die Wahl canceln. Und dann haben wir überhaupt keine Bundestagswahl nächstes Jahr. Aber wenn wir das verhindern wollen, dann organisieren wir uns jetzt in einer Partei. Und diese Partei muss die Alternative sein zu allem, was da im Bundestag sitzt. Dankeschön. Alles klar. Okay, danke euch. Und diese Partei ist im Aufbau. Danke, lieber Clemens. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus für Clemens Kubi. Grandios. Dann wird man auch großzügiger. Wenn du immer weißt, du hast Kredit bei dem Geld, durch deine Fähigkeit. Jede Fähigkeit ist eigentlich dein Kredit. Und egal, was du machst, ob du eine Hunde, was ich, mit denen spazieren gehst bei anderen und sagst, wir gehen für die Kasse, du kannst immer sagen, ja du, was wäre dir das wert? Ach ja, also, weißt du, unsere Alternativwährung, ich sitze so lang, ja, ist okay, schreib dir die gut. Das nächste Mal, du, wenn ich einen Babysitter brauche, schreibst du das gut. Und man muss es ja nicht nur zu zweit machen, man kann es ja mit allen machen. Das heißt, du musst ja nicht direkt von dem Handwerker wieder eine Gegenleistung bringen, sondern bei allen, die dieses Geld teilen, kannst du eine Gegenleistung dir auch gut schreiben lassen. Und dann ist dein Konto wieder ausgeglichen. Das Geld selber hat null Wert. Es hat keinen Wert. Also das Geld gibt es auch nicht als Münze oder Scheine? Nein, brauchst du nicht. Nur elektronisch vorhanden. Aber es hat kein, weißt du, du kannst es nicht horten, um damit Macht anzuhäufen. Sondern es ist wie eine korrekte Buchhaltung. Wer hat was gegeben und was bekommst du? Und im Grunde bräuchten wir überhaupt kein Geld. Aber dann haben viele Leute das Gefühl, das ist nicht gerecht. Ich habe jetzt für die anderen so viel getan und die tun nichts für mich. Dann, das geht sogar in Familien so manchmal. Der eine, weiß ich, kümmert sich immer um die Oma und der andere gar nicht. Und schon gibt es um. Wenn man das messen würde, würde man sagen, schau, geht ganz gerecht, ja. Dafür hat ja jemand Anspruch auf eine andere Leistung. Ja, wie rechnet man Leistung gegen Leistung? Wenn jetzt einer jetzt 6 Jahre studiert hat und der andere hat nur Das geht immer nach Angebot und Angebot und Nachfrage. Wenn einer sagt, nein, also du hast studiert, bist Anwalt, verlangst 600 Euro pro Stunde, sagst du, kann ich nicht zahlen. Der andere sagt, du, das ist mir locker die 600 wert, weil wenn mit deiner Expertise, mache ich das. Das ist immer eine Frage des freien Handels. Das ist wie auf dem Basar. Es wird ausgehandelt. Wird immer ausgehandelt. Immer kannst du das aushandeln und dich dann einigen und sagen, ja. Oder du kannst sagen, nee, geht nicht. Dann gehst du halt zu jemand anderem. Dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage, das gilt dann immer. Das wird nicht von oben diktiert. Und das arrangiert sich. Weißt du, wenn einer merkt, er kommt mit seinem Preis nicht durch, dann muss er halt nachgeben. Und jemand anders, der mords gefragt ist, der kann auch höher gehen. Also warum denn nicht, wenn es dem entspricht? Und dadurch bleibt es auch gerecht. Aber wenn du Zins verlangst, sagst ja, weißt du, ich bin der Reiche, ich leihe dir 1000 Euro, aber du musst mir dafür immer 3% zahlen. Dann sag ich, wofür denn? Ja, nur weil ich dir das Geld leihe. Das ist so, als wenn ich dir einen Meterstab leihe und sag, solange du misst, zahlst du mir immer Prozente. Aber wie kommt derjenige dann an das Geld, der jetzt wirklich Geld braucht? Der kriegt Kredit. Der muss nachweisen,
Also wenn es ein hoher Kredit ist. So kleine Kredite gehen leicht. Aber ein hoher Kredit musst du nachweisen, dass es zum Wohle der Menschen und der Natur ist. Das, weißt du, dafür braucht man ja diese Begleiter oder Experten. Heute wissen wir schon sehr viel darüber, was Blödsinn ist. Wenn du das alles aus Plastik machst, dann kriegst du keinen Kredit, weil wir wollen ja die Natur erhalten und die Meere und so weiter. Und diese Kriterien, die müssen dann gelten. Also das geht auch nur in einem ökologischen System. Und diese Lücke müssen wir auch nutzen. Und wir müssen eben hier aufpassen, dass wir sagen, okay, wir zahlen unsere offiziellen Steuern, wenn das in der Jahresbilanz erforderlich ist. Aber für diesen Austausch untereinander, das sind wie Buttergeschäfte, da fällt nichts an. Das hat ja vorher auch nicht funktioniert. Ja. Austauschgeschäfte, das ist ja nicht eben. Ja. Ich meine, im Grunde ist es ja auch heute so, wenn du sagst, das sind Produktionsausgaben, dann zahlst du ja auch keine Steuern dafür, wenn du selbstständig bist, also ein eigenes Geschäft hast. Du zahlst ja nur sozusagen für den Gewinn. Aber das wird erstmal so bleiben, aber in dem Moment, wo das wächst und wir könnten mit einer politischen Partei damit punkten und in den nächsten Bundestag kommt eine Partei rein, die wirklich sagt, man darf mit Geld kein Geld machen, dann verändert sich schon ganz viel. Dann wird das nächste Gesetz, das wir dann gleich eingeben werden, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Das hat, kaum war die FED gegründet 1913, wie er gesagt hat, haben die nicht nur die Kriege finanziert, sondern auch das Gesetz, was früher gegolten hat, mit dem Zehnten deiner Leistung konnte jeder seine Steuern bezahlen. Also der Bauer mit Ware oder mit Frondienst und der Waldbesitzer mit Baumstämmen, oder? Das war das Erste, was die Banken gecancelt haben und gesagt haben, nee, jetzt sind wir die Chefs und wir sagen dem Staat, das ging in Bern los. Die Schweizer waren die Ersten, die gesagt haben, Steuern müssen in Geld bezahlt werden. In Landeswährung, haben sie gesagt, so perfekt. Ja, und dann hat man gesagt, Geld ist schmutzig, das fassen wir so nicht an und haben es den Juden gegeben. Und ihr seid die Geldverleiher, dann sind die Juden aufs Land gegangen, haben gesagt, ich komme hier vom Staat, ihr müsst eure Zehnte bezahlen, ja, wir haben kein Geld. Genau. Und doch kein Problem, unterschreibst du mir hier eine Hypothek, genau, dann gehört das Land schon uns. Genau. Trrr, wurde das alles verändert. So wurden die Bauern enteignet. Absolut. Nur zum Steuern zu bezahlen. Und wir werden das sofort, das steht auch hier in einem Links drin, Steuern sind in Zukunft in Landeswährung und wieder in Leistungswerte zu bezahlen. Das sind Leistungswerte. Die einzige Bank, die das in Deutschland gemacht hat, war die Raiffeisenbank. Da ist immer eine Bank mit dem Lagerhaus. Weil die hatte noch früher, der Raiffeisen war ja eigentlich ein cleverer Typ. Der hat gesagt, bringt mir Ware, das ist die Deckung für das Geld, was ich euch gebe. Und deswegen hat er in jeder Bankfiliale ein Lagerhaus gebaut. Richtig. Aber das ist vorbei. Ja, wir machen es jetzt im Prinzip hochmodern, wir brauchen das Lagerhaus nicht, weil Sie alle haben die Ware zu Hause. Wir machen nur die Buchhaltung, verstehen Sie? Eine Bank ist eigentlich eine provisorische Buchhaltung. Wenn die das sammelt, hat ein bisschen Platz. Das Wichtigste auf dem Schein ist nämlich die Zahl, nebst dem, was er noch gesagt hat mit dem Copyright, aber buchhalterisch ist die Zahl, die Währung, da, das Euro, und jetzt kommen zwei Funktionen. Es muss transportierbar sein, also ich kann es ihm geben. Und Sie können es aufschreiben auf einem Konto, bei mir ins Minus, weil ich es jetzt weggebe, und bei ihm ins Plus. Also das ist Geld. Eine Zahl, transportierbar und auf mathematisch Addition und Subtraktion bebuchbar. Also wenn ich es per Internet überweise, erscheint es bei ihm nicht am Desktop und da hat der Klaus noch eine Zahl geschickt, oder? Dann wäre es ein Bild. Und wenn er aber im Konto das verbucht, das sind Verrechnungskonten, dann ist eine Addier- und subtrahierbare Zahl. Das ist Geld. Mehr nicht. Darum ist Geld nur eine Buchhaltung. Jetzt nochmal die Raiffeisenbank, die das quasi auch mit Ware hinterlegt hat. Und mir hat immer mal ein Banker gesagt, Herr Klausner, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Und ich habe in meinen Vorträgen dann, genau weil ich mal Buchhaltungslehrer war, diese zwei Kreise gemacht, oder? Und habe gesagt, schauen Sie,
wir eigentlich die Unternehmer, die den Warenkreislauf betreiben, wir schreiben blöderweise nicht auf, weil wir das Aufschreiben mit diesem Zettel machen, oder? Mit der provisorischen Buchhaltung, und die Banken schreiben es dann auf, darum zahlt er sein Geld wieder auf die Bank rein und ich hol's bei der Bank. Und wenn wir diesen Schatten jetzt unter die Ware schieben, was unsere Software macht, dann haben wir das Bankensystem überwunden. Und wenn ich sage, Zahl, Transport und zwei Konten, da kommt das Wort Bank gar nicht vor. Verstehen Sie? Mehr braucht es nicht. Damit werden wir die Banken los. Das ist die wichtigste Erkenntnis.